Guten Morgen. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja? Denon. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, sie wie uns sind das... Sie die Mäuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange sie sich zeigen, wo suchen wir? Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Aber du, Freya. Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Norm. Wer bin ich, dass ich ihm Rat erteile? Ich wollte dem Jungen nur helfen, Antworten zu finden. Ich habe versagt. Welche Rolle spiele ich jetzt bei all dem? Tyr, du stehst im Mittelpunkt des Geschehens. Das hast du schon immer. Deshalb hat Odin dich doch überhaupt erst eingesperrt. Er hat Angst vor dir. Das bezweifle ich stark. Es ist die Wahrheit. Und nicht nur wegen der Prophezeiung. Niemand hat die Welten Jesu vereint wie du dereinst. Aber dieser Tyr bin ich nicht mehr. Ich weiß, dass du dich jetzt so fühlst. Ich habe mich auch schon mal verloren. Mehr als einmal. Mehr als das. Und das wäre? Bestimmung. Die Bestimmung ist der Weg, der dich zu dir selbst führt. Du willst also, dass ich mein Schicksal annehme, deine Armeen in den Krieg führe, deine Rache ausübe? Wenn die Sicherung unserer Gerechtigkeit nicht deine Bestimmung ist, dann finde eine andere, um deiner selbst willen. Warte mal! Ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Nidhoggr. Ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidhoggrs Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar. Einfach furchtbar. Atreus ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung.
Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Ich habe einige ihrer Fäden beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Aber denk daran, sie wollen wirklich nicht gefunden werden. So wird es zur Abwechslung wenigstens mal schwierig. Wir sollten mit einem Schlitten zum See fahren. Midgard, wie ich den eisigen Wind und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Fimbulwinter verantwortlich ist und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Durch mich natürlich. Natürlich. Hierher. Aus. Sie ist deine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst. Sobald die Wölfe die Fährte der Normen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Seid still. Ihr Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt gekämmt? Das sind Wölfe. Und verfilztes Fell führt zu Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich. Also, was genau willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten? Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jötunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen, ich selbst, hatten unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen, gegen wen wir kämpfen würden. Alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein. Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht nicht die Zukunft, die dich beunruhigt. Faye hat dich auf deine Reise geschickt und dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden. Jetzt, wo wir auf dem See sind, wie finden wir die Nornen? Beobachte die Wölfe genau. Siehst du, wie ihre Köpfe den Weg weisen? Der See der Neuen hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Räuber haben es sich hier gemütlich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich seit unserem Kampf gegen Sigrun wieder hier war. Sie spricht mit Achtung von diesem Kampf. Du weißt davon. Sie hat mir alles erzählt, als sie mich fand. Sie sah in dir einen Verbündeten, lange bevor ich daran glaubte. Die Walkürenkönigin, eine Verbündete. Ich bin die Walkürenkönigin. Woran Sigrun mich hat, mich erinnert hat. Ich hätte mir denken können, dass Sigrun dir geholfen hat. Sie ist so loyal, weise, klug. Mhm. Es braucht keine Liebesgöttin, um dich zu verstehen. Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind, im Warmen. Eins ist sicher. Ich habe Midgard im Fimbulwinter nicht vermisst. Danke. Das werden wir früh genug sehen. Hinter dir!
Ist magisch versiegelt. Irgendwas hier drinnen gibt ihm Kraft. Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Wenn es uns nicht hilft, die Normen zu finden, kann es warten. Suchen wir weiter. Hier lang. Obna. Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall, wer weiß. Sie würden wohl sagen, es war unser Schicksal, es zu finden. Der Schicksalsfaden, den wir folgen, ist nicht das Leben von jemandem, wenn du das meinst. Die Nornen markieren damit ihren Weg, wenn sie außerhalb des Brunnens sind. Die Nornen leben in einer Quelle. Nein. Der Earth-Brunnen hier zu Hause ist schwer zu erklären. Halt. Bereit machen zum Kampf. Noch mehr Grauter. Ah!
Du brennst, Kratos! Es geht vorbei! Grausame Herrscherin. Sie war zu wütend, um zu sterben. Wir werden sehen. Was ich sagen wollte, das Zuhause der Narnen wird Earthbrunnen genannt. Er ist an keinem festen Ort, Eingänge kommen und gehen. Ein Ort, der ganz unter ihrem Einfluss steht und an dem das nicht Greifbare greifbar wird. Als wäre man in seinem eigenen Kopf. Aber wenn wir zusammen reingehen, sind wir im Kopf des anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Schon mal begegnet. Nicht persönlich. Freya hat recht. Sie können Besuche ziemlich gut verhindern. Odin hat es jedenfalls versucht, sagt aber nicht, was dabei rauskam. Entweder hat er aufgegeben oder er wollte vergessen, was er gesehen hat. Freya, erzählst du uns mehr darüber, als du die Norden das letzte Mal aufgesucht hast? Ehrlich gesagt sind die Details verschwommen, wie wenn man aus einem Traum aufwacht. Ich erinnere mich vor allem daran, dass nichts das Schicksal meines Sohnes ändern konnte. Dadurch wurde ich noch entschlossener, es zu versuchen. Was ist mit deiner Geschichte? Du bist dem Neuen und deiner Heimat begegnet, ja? Die Legenden, die ich über den Geist Spartas hörte, waren sicher übertrieben. Die Wölfe haben uns hergeführt. Mal sehen. Ich spüre etwas. In dieser Richtung. Was genau spürst du? Noch eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Die Narnen verbergen. Opna. Nichts. Noch eine Sackgasse. Falle.
Das waren alle. Diese Suche wird nur noch gefährlicher werden. Dann suchen wir weiter. Zurück zu den Wölfen. Du glaubst also die Erzählungen über die Wölfe? Die Wölfe haben noch eine Spur aufgenommen. Immer ihren Köpfen nach. Du glaubst also die Erzählungen über mich sind übertrieben. Oh, nicht das schamlose Blutvergießen und der gerechte Zorn, sondern der Teil, in dem du in der Zeit zurückgereist sein sollst, um eine verlorene Schlacht zu gewinnen. Das ist natürlich sehr unglaubwürdig. Ein Gerücht, dass Thor die Weltenschlange bei Ragnarök in die Vergangenheit prügelte, ist eine Sache. Das ist die Wahrheit. Die Schicksalswelten umspannen alles Leben und alle Zeit. Die Mäuren haben ihre Macht missbraucht. Als ich mich ihnen stellte, drohten sie, mein Leben ungeschehen zu machen. Also habe ich sie getötet und ihre Macht gegen Zeus gewandt. Ich habe noch nie etwas Gefährlicheres und Dümmeres gehört. Diese Nornen haben keine solche Magie und auch sonst niemand in dieser Welt, den ich je gesehen habe. Ja, stell dir nur vor, wenn es sie gäbe, würde Odin sie haben. Und wenn Odin sie hätte, wäre unser Schicksal noch mehr besiegelt, als es ohnehin schon ist. Ich würde sie nicht bitten, die Vergangenheit zu ändern, selbst wenn sie könnten. Ich möchte nur Informationen. Und das ist meiner Erfahrung nach schon gefährlich genug. Das ist der Ort. Mehr Freunde von dir. Ich habe sie nicht hergebeten. Über dir, Feuer! Räuber, links! Rauch!
nicht, wie die Normen es geschafft haben, dass alle diese Räuber sie beschützen. Nicht, dass ihnen bewusst wäre, dass sie das tun. Freya, danke für deine Hilfe. Ich weiß, du hattest andere Pläne. Je schneller wir deinen Sohn finden, desto schneller kannst du dich dem planen. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Ich ebenfalls. Danke dir. Das ist dir sehr nett. Aber schreib ihr doch eine Karte, wenn wir aus der Kälte raus sind. Ich spüre etwas. Diesmal ist es stärker. Hier drüben. Hier ist es. Ah, warum sind aller guten Dinge immer drei? Hört ihr auch dieses gruselige Flüstern? Wie ein Juckreiz in meinem Verstand. Das bedeutet, wir haben ihr Reich betreten. Seid auf alles gefasst. Illusion? Projektion, vermutlich. Aber verlasst euch auf nichts. Wir wissen nicht, was für Kreaturen sie zu ihren Wächtern schaffen. Entzückend. Yeah!
sind wir schon in unseren Köpfen. Der wirkte ziemlich echt. Ich sag's dir nicht gern, aber alles in deinem Kopf wird auch. Eine recht unfreundliche Erinnerung. Diese Mäuren sollten wissen, dass mich nichts auffällt. Mir kam da ein Gedanke. Was, wenn wir unseren nächsten Kampf unauffällig angehen? Nein. Von den Armen. Oi, jetzt kommt's. Der Ratter der Kampfe. Heiterer Wanderer in den Wäldern. Mitglied der Gutfreunde. Lass mich raten. Ich bin ein spanierender Besserwisser und kann mich nicht ändern. Na, du hast klügster lebender Mensch vergessen. Es gibt wohl einen kleinen Trost bei dieser Tortur. Zumindest werden wir uns nicht vorstellen müssen. Schreib das nicht deinem Hof zu, Mimir. Sie sehen das ganze Leben eines jeden, der sich nähert. Was ist das? Ein Phantom! Sieht auf den Runenkern! Verflucht! Seht euch das Ding an! Das Leuchten zeigt Verwundbarkeit an. Erholt!
Geschenk von Fimbulwinter nehme ich an. Die Magie, die aus uns allen entweicht, muss irgendwo landen. Da sind wieder diese juckenden Stimmen. Sonst lasse ich mir gerne von Damen ins Ohr flüstern, aber das ist wirklich unangenehm. Wusstest du schon, dass du plapperst, wenn du Angst hast? Angst? Nur zu deiner Information, ich bin allerhöchstens äußerst besorgt. Und Anspannung mit Humor zu vertreiben, ist die heilige Pflicht eines Reisegefährten. Was fällt dir nur ein? Plappern. Zu, bitte. Halt! Warum hast du ihn hergebracht? Ihr seid ja nicht willkommen! Warte! Baldur, komm zurück! Sprich mit mir! Das ist alles dein Herr, Mutter! Ich bin diese Stelle der Einheit. Was du mir angetan hast! Ah!
Zurück! Das gefällt mir nicht! Wie kommen Sie nur darauf, dass ich wieder auf diesem ranzigen Kadaver stecken wollen würde? Zyklon? Bruder, Augenblick! Warum hast du dich nie von Odin losgesagt? Aber das habe ich doch! Ich habe alles versucht, um ihn aufzuhalten! Du hast Odin vom ersten Tag an gedient, bis zu dem Tag, als er dich in den Baum steckte. Du wolltest seine Gunst. Du hast seine Wege geplant. Du hast zugesehen, wie er alles und jeden schlecht behandelt hat. Und das hat dich nie im Geringsten gekümmert, bis er sich gegen dich wandte. Ich weiß, Sigrun, das ist alles wahr. Aber aus Liebe zu dir wurde ich ein besserer Mensch, ein Verfechter des Friedens, leiste allen jenen Beistand, die... Hast du Freya in ihrem Reich Beistand geleistet? Skadini, Titania, nein, du schlugst dich immer auf die Seite der mächtigen Männer der sieben Nutten. Pass gut auf, da sind noch mehr. Und auch du siehst einen gewalttätigen Gott in mir und musst ihm einfach helfen und sein Führer sein. So war das schon immer. So bist du noch. Und so bist du. Das ist nicht sie. Nein, natürlich nicht. Du musstest das tun. Hey, der Baum! Er tut mich aus! Gib mir! Vater, hilf mir! Atreus, ich komme! Warum hast du deinen Sohn nicht vertraut? Er darf mich nicht kriegen! Atreus! Ich hab Angst! Warum betrachtest du ihn nicht so, wie er betrachtet werden will? Ich bin jetzt zurück. Ich bin Lügner. Ich bin hier! Aber es ist vorbei. Haben wir die Prüfung bestanden? Hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt. Wie ich sehe, ist die Tür verschwunden. Oder es gab sie nie. Sie spielen noch mit uns.
Was ist das? Ein Kelpie. Die sieht man hierzulande nicht oft. Sie gehört zu ihm. Bringt sie uns zu ihm. Ich frage sie. Höflich. Ganz ruhig, mein Mädchen. Genau. Gut so. Willst du erzählen, was die Nornen dir gezeigt haben? Nein. Braves Mädchen. Schöne Geschöpfe, aber ihrem Ruf zufolge launisch. In meiner Heimat hielt man Kinder von den Lochs fern, indem man ihnen sagte, ein Kelpie würde sie ertränken. Natürlich würde kein Kelpie, das ich kenne, sowas nie tun, außer man beleidigt es. Es läuft auf dem Wasser. Ja. Gab es in Griechenland denn keine mythischen Wasserpferde? Es gab die Hippokampen. Sie dienten dem Meeresgott. Ich bekämpfte eine auf einer Titanin. Das ist wohl nicht ihr Lieblingsthema. Wir sind da. Das Versteck der Nornen. Ich wusste, wir schaffen es. Kratos, Freya und Mimirs Kopf betreten das Heim der Nornen mit Zögern. Endlich haben sie ihr Ziel erreicht. Kratos spricht zuerst. Ich suche meinen Sohn. Du weißt, dass er in Asgard ist. Nein, du suchst, wonach uns alle ersuchen. Den Ausgang deiner Geschichte. Der Geist Spartas runzelt bedrohlich die Stirn. Er unterdrückt ein Schnauben. Oh, er versagt. Ihr kommt zu uns, traurige Archetypen, wollt aus eurer Rolle ausbrechen. Als könntet ihr eure Zeilen umschreiben, wenn ihr sie nur wüsstet. Sprich deutlich. Du wirst sterben, Kratos von Sparta. Aber ihr nanntet ihn Zerstörer des Schicksals. Es muss einen Weg geben, das Schicksal. Es gibt kein Schicksal, Kopf. Die Protagonisten sind sprachlos. Sie verstehen nicht. Es gibt keinen großen Plan, kein Skript. Nur eure Entscheidungen. Und die sind so vorhersehbar, dass wir allwissend erscheinen. Als mein Sohn geboren wurde, sei still! Habt ihr ihm einen unnötigen Tod prophezeit? Und so kam es. Weil du ihn nicht gehen lassen konntest. Weil er auf Rache aus war. Und weil du Götter tötest. Aber Kratos hat nicht aus Hass gehandelt. Soll ich ihm also eine Krone geben? Er tötet weiter Götter, aber jetzt macht es ihn traurig? Ihr seid nur die Summe eurer Entscheidungen, nichts mehr. Und da sich deine nie ändern werden, wirst du erfahren, dass Heimdall deinen Sohn in Asgard töten will und tun, was du am besten kannst. Und dann, Ragnarök. Der Himmel brennt, der Vorhang fällt. Exeunt omnes. Heimdall. Er begreift immer noch nicht. Er versteift sich auf den zweiten Akt und vergisst den letzten. Ein sehr häufiger Fehler in Geschichten. Wir gehen! Er stapft davon, dicht gefolgt von Freya. Ich mag deine Geschichte, Kratos. Schade, dass sie so bald endet. Hahaha.
interessant. Verschwinden wir hier. Sehr gerne. Schon besser. Ich spüre, dass alles schon wieder normaler wird. Moment. Dieser Baum. Na, was sagt man dazu? Was ist das? Das ist die Schlinge, an der sich Odin in seinem endlosen Wahn selbst erhängt hat, um die Geheimnisse von Leben und Tod und was weiß ich noch zu ergründen. Was tust du? Sie ist ein besonderes Objekt und wichtig für Odin. Vielleicht finde ich Verwendung dafür. Also, was Sie über den Jungen sagten. Wird nicht passieren. Keine Frage. Es wird nicht passieren. Wir verhindern es. Natürlich verhindern wir es. Die Frage ist nur, wie? Du hast doch nicht ernsthaft vor, Heimdall zu töten, oder? Ich tue, was nötig ist. Oh, ist das alles? Du solltest ihn nicht umstimmen, Mimir. Du kennst Heimdall. Zugegeben, er ist ein durchtriebener kleiner Scheißer. Und so loyal, dass Odin ihm das Jötlarhorn dankt. Falls wir ihn vor Ragnarök aus dem Weg räumen können, sollten wir nicht zögern. Allein in Anbetracht seiner prophetischen Kräfte ist das schon ein ziemlich großes Falls. Mal angenommen, wir wollten einen Attentat planen. Und ich zumindest bin in der Hinsicht etwas eingerostet. Wir wissen nicht, wie wir Heimdall erreichen sollen. Oder wie wir ihn töten, wenn es soweit ist. Ich habe schon größere Götter getötet. Das bezweifle ich nicht. Aber darum geht es jetzt nicht. Hör mal, wir sollten die Worte der Norm bedenken. Wir alle haben unsere Neigungen und du neigst dazu, dich blind in Gefahr zu stürzen, um deine Lieben zu beschützen. Daran werde ich nichts ändern. Daran nicht. Warum solltest du? Ich neige offenbar dazu, die zu töten, die ich liebe. Freya. Ich brauche keinen Trost von dir, von keinem von euch. Ihre Anschuldigung war grausam. Keiner von uns glaubt. Die Wahrheit kann grausam sein. Wollt ihr dem auch widersprechen? Nein. Aber Baldurs Schicksal hatte viele Ursachen, darunter die Prophezeiung. Wie meinst du das? In meiner Heimat gibt es Geschichten über Prophezeiungen, die sich durch den Versuch, sie abzuwenden, erfüllt haben. So war es, als Freya Baldur schützen wollte. Und so war es, als ich meinen Sohn beschuldigte, nach Asgard zu gehen. Dann sind wir uns einig. Es wäre dumm, Heimdall herauszufordern. Nein. Wenn Heimdall sterben muss, damit Atreus lebt, dann muss Heimdall sterben. Wie kannst du das sagen, nach allem, was du weißt? Wenn Heimdall eine Gefahr für meinen Sohn ist, muss ich handeln. Es ist mein... Deine Natur. Gut gemacht, Norm.